Yeah, Mr. White. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial heute hier auf meinem Kanal. Das Video kommt ja heute leider etwas später, weil ich hatte es schon mal auf Twitter gepostet, dass mein Headset gestern am Arsch gegangen ist. Ja, das Logitech G35. Ich habe mir jetzt ein neues gekauft von Mediamarkt. Das seht ihr jetzt hier kurz eingeblendet. Ich weiß nicht mal ganz genau, welches das war. Auf jeden Fall eins von Turtle Beach. Und also der Verkäufer hat mir das wirklich empfohlen. Und ich habe vorher auch mal ein paar Aufnahmetests gemacht, also bei Audacity. Das ist wirklich mega geil. Es hört sich einfach so gut an, weil es hat überhaupt oder wenig Grundrauschen. Und das ist wirklich geil. Du musst eigentlich fast kein Rauschen rausschneiden, aber so ein bisschen halt. Also wie gesagt, heute kommt das Video etwas später. Nicht wie gewohnt um 13 Uhr. Das möchte ich so, ja, dafür möchte ich mich entschuldigen. Bin wie gesagt so schnell wie es geht zum Mediamarkt gefahren. Und jetzt, ja, wir labern gar nicht so viel um den heißen Brei herum. Wir fangen jetzt einfach an mit dem Tutorial. Und zwar heute geht es um Adobe Premiere Pro. Ich zeige euch heute schnell und einfach, wie ich meine Videos schneide. Morgen kommt dann hoffentlich ein Tutorial über Photoshop. Ja, da zeige ich euch dann, wie ich meine Thumbnails schneide. Gebe euch noch so ein paar kleine Tipps. Und ja, hier zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich meine Videos schneide. Also, hier links seht ihr, wer mit Adobe Premiere Pro schneidet, wird das wissen. Es gibt natürlich auch noch viele, viele andere. Camtasia zum Beispiel, um nur mal eins zu nennen. Windows Movie Maker, Sony Vegas. Aber Adobe Premiere Pro ist doch schon was ganz Feines für die Leute, die damit arbeiten, werden mir recht geben. Also, ihr zieht links hier einfach eure Sachen rein, eure Dateien, die ihr braucht. Ihr könnt auch, glaube ich, Linksklick machen, neue Ablage und dann hier auf Importieren und dann euch die Sachen raussuchen. Wir fangen jetzt erst einmal an, unsere Sachen einfach auf die Tonspur zu ziehen. Zunächst natürlich würde ich das Intro hier vorziehen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich nehme nur das Beispielvideo hier. Also nehme ich hier das Beispielvideo per Drag and Drop. Und ihr seht schon, gleichzeitig werden uns V1, also Videospur, und Audiospur 1 angezeigt. Das ist also die Video- und die Audiospur von dem Video hier. Sieht man auch hier hinten, dass hier steht MP4. Das ist ein Videoformat. Oder es gibt auch AVI, könnt ihr auch rendern. Also ich rendere immer in MP4, glaube ich. Dann ziehen wir das bis nach vorne hier hin und dann rastet das automatisch ein. Und ihr seht, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, das Bild ist jetzt noch zu nah herangezoomt. Das ist, weil meine Sequenz, also dieses neu eröffnete Projekt, sage ich jetzt mal, hier oben steht ja Sequenz 01, also eine neue Sequenz, habe ich eingestellt auf die Rendereinstellungen von HD, also 1280x720. Aber das Video habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn man hier unten drüber fährt, steht ja auch nochmal bei Film, steht ja 1920x1080 und das ist ja Full HD, also müssen wir das ein bisschen verkleinern. Wir ziehen einfach mit der linken Maustaste, halten wir gedrückt, bis die beiden Pfeile kommen und ziehen das einfach so weit nach unten, so mache ich das bis, ihr seht das schon, oh Moment, das war zu weit, bis hier unten und hier oben diese weißen Punkte kommen, damit wir das auch noch nach oben und nach unten strecken können. Jetzt müssen wir aber erstmal die gleichmäßige Skalierung wegbekommen, dazu geht hier oben links auf Effekteinstellungen, auf Bewegung und macht den Haken bei gleichmäßige Skalierung raus. So, jetzt könnt ihr nämlich frei Schnauze, wie ihr wollt, das nach oben und nach unten strecken. Ich mache das immer so, dass man halt die schwarzen Ränder nicht mehr sieht und dann könntet auch noch links und rechts das in der Breite ein bisschen verzerren, wie ihr wollt. So, dann hätten wir das Bild eigentlich, so mache ich das immer. Und als nächstes kommt hier unten die Audiospur von Audacity. Die erkennen wir, weil hier hinten dran steht .wav, das ist eine Datei, ja, eine Audiodatei. Es gibt noch MP3, kennt ja jeder, MP3 zum Beispiel, oder was fällt mir noch so spontan an, weiß ich jetzt nicht. Also WAV und MP3 sind eigentlich die meist genutzten, glaube ich. Dann ziehen wir einfach die Audiospur auch an den Anfang vom Video und ihr seht ja jetzt das Video. Und die Audiodatei, die stimmen nicht von der Länge überein. Also natürlich werden wir gleich noch das Video kürzen. Wir können hier am Anfang das, was ich nicht spreche, also da, wo nicht gesprochen wird, das können wir wegschneiden. Dazu geht hier einfach mit der Maus nach links, solange bis dieser Pfeil nach rechts kommt, macht wieder Linksklick und schneidet dann so viel weg, wie ihr wollt. Also ich schneide jetzt mal so viel weg, dann könnt ihr das wieder hier zurückschieben. Und auch hier ganz am Ende der Audiospur, da machen wir dasselbe. Da gehen wir mit der Maus einfach so,
so weit nach rechts, bis wieder dieser Fall kommt und schieben das Ganze dann nach links, so bis ans Ende ran. Und bei der Videospur machen wir jetzt eigentlich genau dasselbe. Da schneiden wir den ganzen unnötigen Scheißer jetzt einfach mal weg, zack, bis das auf derselben Höhe ist von der gesprochenen Audiodatei. Das rastet auch ganz automatisch mit ein. Also ihr müsst da nicht irgendwie haargenau machen. Ihr habt ja gerade gesehen, ich kann das ja nochmal zeigen. Es rastet hier. Zack, da kommt dieser schwarze, schmale Strich. Und dann wissen wir, die beiden Spuren, also Videodatei und Audiodatei, sind auf derselben Höhe. So, dann haben wir schon mal die Synchronisation. So, hinbekommen. Jetzt packen wir noch ein paar Effekte einfach drauf. So mache ich das. Wir gehen auf Effekte. Und hier gibt es wirklich massig Effekte. Hier gibt es Videoeffekte, Audioeffekte, Videoüberblendungen, Audioüberblendungen. Aber ich habe mir schon hier meinen Favoritenordner zugelegt. Das könnt ihr einfach auch machen, indem ihr Rechtsklick macht und auf neue benutzerdefinierte Ablage klickt. Dann erstellt sich so ein Ordner. Dann könnt ihr die Sachen einfach da reinziehen. Ich mache da immer gerne nochmal ein paar Bässe drauf. So, und mache hier oben bei Verstärken so ungefähr. Ja, das kommt wie gesagt immer aufs Mikro an. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, so 5 bis 7 oder 5 bis 8 sind ganz okay. Ich mache jetzt mal auf 6. Mache jetzt einfach mal. So, genau. Dann hören wir uns das Ganze vielleicht mal an. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so laut ist. Wir hören mal. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Testaufnahme. Das soll nur für das Adobe Premiere Pro Tutorial sein, dass wir eine kleine Tonspur haben. So, wie gesagt, also da könnte man natürlich auch hier bei den Regler, das zeige ich euch mal. Hier oben links gibt es dann neben den Effekteinstellungen auch noch die Option Audio Clip Mixer, Sequenz 1. Und hier unten werden euch dann die ganzen Spuren angezeigt. Audio 1 ist ja das, die Spur vom Video, Audio 2 ist die gesprochene Datei, sage ich jetzt einfach mal. Und bei 3 und 4, da ist ja nichts, ihr könntet die auch im Zweifelsfall löschen. So, da könnt ihr wie gesagt den Regler nach oben und nach unten verstellen. Ich mache das immer so zwischen 2 und 3. So ein bisschen, aber ich würde das jetzt erstmal hier auf 0 lassen, weil ich muss mich mit meinem neuen Headset ein bisschen dran gewöhnen. Ich kann auch mein Headset mal leiser machen. Ich guck gerade mal. Das hat so viele Funktionen, aber ich brauche das ja wie gesagt bald nicht mehr, weil ich ja bald ein neues Mikro habe. Ich guck gerade mal. Also wir lassen das nochmal laufen. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Testaufnahme. Das soll nur für das Adobe Premiere Pro Tutorial sein, dass wir eine kleine Tonspur haben. So, also ich habe jetzt mal ein bisschen an meinem Mikro und so rumgespielt, also an dem Mikrofon vom Headset natürlich, ne, versteht sich. Und ja, wenn ihr damit zufrieden seid, könnt ihr auch so noch ein paar Videoeffekte draufpacken oder ein paar Videoüberblendungen. So heißt das ja, da habe ich mir auch schon ein paar gespeichert. Am besten so eine Filmblende zum Schluss, das kommt immer ganz gut. Die gucken wir uns dann gleich nochmal an. Und am besten eine konstante Verstärkung. Oder warte mal, auch konstante Leistung. Ich glaube, man kann auch konstante Leistung nehmen, auch ganz zum Schluss. Dann hat das Video so einen flüssigen Abschluss und stoppt nicht so abrupt ab. Das hört sich nicht so gut an. Wir werden das aber gleich nochmal sehen. Und für den Anfang kann ich euch empfehlen, das benutze ich jetzt in Zukunft, denke ich mal, entweder einen Übergang zu schwarz oder einen Übergang zu weiß. Also wir probieren das mal mit dem weißen Übergang. So, dann sieht das Ganze so aus. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Testaufnahme. Das soll nur für das Adobe Premiere Pro Tutorial sein, dass wir eine kleine Tonspur haben. So, und ihr seht das schon, die Filmblende sorgt dafür, dass das Video schön und flüssig zu Ende geht und stoppt nicht so ganz abrupt ab, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und die konstante Leistung sorgt halt dafür, dass eure Stimme auch ganz sanft und ganz ruhig zu Ende geht und auch nicht so abrupt abschoppt. Das habe ich irgendwie immer gerne. Jeder schneidet das natürlich so, wie er das will. Das war jetzt, wie gesagt, nur eine kleine Hilfe von mir, sage ich mal. Ja, und wenn ihr dann zufrieden seid, ihr könnt natürlich noch viel mehr Effekte machen, aber das ist jetzt so, wie ich meine Videos ganz schnell und einfach schneide. Wenn ihr damit zufrieden seid, ja, wenn ihr sagt, okay, die Effekte sind gut, passt alles, Videoüberblendung habt ihr auch alles gemacht, Audioüberblendungen, pipapo, dann geht ihr in das Fenster rein, also in das Sequenzfenster, mein Gott, dass hier rum so ein gelber Rahmen entsteht. Dann wisst ihr, dieser Bereich von Adobe Premiere Pro ist dann ausgewählt. Dann drückt ihr Steuerung M, dann müsste sich noch ein kleines Fenster öffnen. Da, die Exporteinstellungen, das ist auch nochmal ganz wichtig. Hier oben das Format könnt ihr natürlich auswählen, müsst ihr natürlich auswählen. Und zwar auf H.264. Ich weiß nicht, ob was bei
JPEG, das ist, glaube ich, ein Bildformat. Klar, das ist ein Bildformat. Oder ihr könnt das auch hier unter AVI, das ist auch ein Videoformat, könnt ihr auch rendern. Oder unter MPEG 2, da bin ich mir aber nicht so sicher, wie das dann hinterher aussieht. Also vertraut mir mal in der Situation und macht auf das Format H.264. Bei der Vorgabe, da gibt es dann, wie gesagt, die verschiedensten Formate, für die ihr rendern könnt. Also zum Beispiel beim Android-Telefon, Android-Tablet, Apple TV, iPad, HD. Ich benutze natürlich hier unten die YouTube-Einstellungen. Und zwar sind die ganz unten natürlich. Das Beste kommt zum Schluss. Und zwar müsste ich dann für meine Sequenzeinstellung, müsste ich dann nehmen YouTube HD 720p 29,97. Ich würde euch auch empfehlen, das ist ganz, ganz wichtig. Also klar, ihr müsst es nicht machen, aber es ist immer besser, wenn ihr zum Beispiel mit 30 FPS oder so in HD aufnimmt, würde ich auch in HD rendern und nicht in Full HD, weil das sieht dann meistens immer nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ich habe das nur von ein paar Leuten gehört, dass das besser sein soll. Und wenn ihr halt in Full HD aufnehmt, dann rendert auch wirklich in Full HD und nicht von Full HD in HD. Bei uns werden schon die ersten Silvester-Knaller gezündelt. Ich hoffe, das hört man nicht übers Mikro. Genau, also dann wählt ihr aus YouTube HD 720p 29,97, wenn ihr, das sei nochmal gesagt, wenn ihr in HD aufgenommen habt. Wenn ihr in Full HD aufgenommen habt, müsst ihr natürlich hier YouTube HD 1080p 29,97. So, gehen wir hier drauf. Und hier unten sind dann auch automatisch die ganzen Einstellungen dafür. Also die müsst ihr nicht unbedingt ändern, die könnt ihr so lassen. Und hier unten sind dann nochmal, wie gesagt, ist die Zielbitrate eingestellt. Also 5 Mbit pro Sekunde ist die Zielbitrate. Maximale Zielbitrate ist natürlich auch auf 5 Mbit pro Sekunde. Hier unten seht ihr dann immer die geschätzte Dateigröße. Wenn wir das hier oben also umändern, zum Beispiel in 9 Megabit pro Sekunde, dann ändert sich natürlich hier unten auch die geschätzte Dateigröße. In unserem Fall 8 MB. Und wenn ihr dann damit zufrieden seid, müsst ihr da oben noch beim Ausgabenamen wählt ihr einfach euren Zielordner aus, wo ihr das Video hinspeichern wollt, das gerenderte. Bei mir ist das immer auf dem Desktop, auf meinem selbst erstellten oder in meinem selbst erstellten Ordner Videos zum Hochladen. Ihr könnt das auch auf dem Desktop speichern, dass ihr das dann immer gleich seht. Also mir ist das egal, wo ihr das speichert, dann drückt ihr unten auf Exportieren, müsst nur noch warten und dann habt ihr das eigentlich. Also es ist gar nicht so kompliziert mit Adobe Premiere Pro zu schneiden. Natürlich war ich am Anfang auch ein bisschen, klar, perplex, weil ich damit noch nie gearbeitet habe. Aber wenn ihr mal 6 oder 7 Videos damit rendert, dann kommt ihr auch schon so langsam rein und in den Genuss von Adobe Premiere Pro. Ich kann euch das Programm wirklich sehr empfehlen. Also das ist echt mega zum Schneiden. Ich hatte, glaube ich, schon mal ein Tutorial über Adobe Premiere Pro gemacht. Oder wenn nicht, dann ist das jetzt mein erstes, weil ich euch einfach mal zeigen wollte. So zum Jahresabschluss, wie ich so meine Videos schneide. Morgen dann, wie gesagt, hoffe ich, dass pünktlich um 13 Uhr ein Tutorial kommt, wie ich meine Thumbnails mache mit Adobe Photoshop. Und ja, dann kommt natürlich noch am 31.12. das Silvester-Special. Ich kann euch heute schon mal sagen, dass es dann im nächsten Jahr weitergeht, am 3. Januar mit neuen Videos auf meinem Kanal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Tutorial gefallen hat, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehrere Tutorials sehen wollt über, was weiß ich, wie lädst du, keine Ahnung, Videos hoch, wie macht man das und das bei Photoshop, ich kann mich ja da mal ein bisschen schlau machen und euch dann das mal ein bisschen zeigen. Also sagt mir einfach Bescheid in den Kommentaren und dann können wir das auf jeden Fall machen. Oder lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen hoffentlich pünktlich um 13 Uhr zum nächsten Tutorial. Bis dahin sage ich, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und danke fürs Zuschauen.